In dem Zeitraum von 1858 bis 1925, die beiden Jahreszahlen markieren die Lebensdaten des Künstlers Lovis Corinth, ist alles in Bewegung geraten. Willkommen bei Künstler/Paar, einer Podcast-Serie der modernen Galerie des Saarlandmuseums zur Doppelausstellung Lovis Corinth, das Leben ein Fest und Charlotte Berend Corinth wiederentdeckt. Er ein prägender Künstler der Jahrhundertwende, sie Modell, Muse und Selbstmalerin. Die Corinths waren ein engagiertes Künstlerpaar, das in den Avantgarde-Kreisen des beginnenden 20. Jahrhunderts ebenso wie im Berliner Gesellschaftsleben jener Zeit richtig Furore machte. Künstler/Paar spürt beiden Persönlichkeiten nach. Wir beschäftigen uns mit Lovis und Charlottes Schaffen, dem so unterschiedlichen Werdegang und der Frage, was es bedeutete, in jener Ära Künstler oder eben Künstlerin zu sein. Die Zeit um die Jahrhundertwende, eine Zeit des Aufbruchs, der Umbrüche, der Exzesse, eben eine Zeit der Bewegung, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Aber was heißt das eigentlich? In der ersten Episode tauchen wir tief in die Lebenswelt der Corinths ein und spüren dem Zeitgeist jener Tage nach. Hat man zuvor noch in Kunst- bzw. Zeitepochen gedacht, bringt die Moderne eine Vielzahl von Kunststilen, die sich zeitgleich entfalten. Die Künstler schlagen verschiedene Richtungen mit gänzlich neuartigen Ausdrucksweisen ein. Das Akademische gerät in Konkurrenz zu diesen neuen Trends. In Frankreich antworten die avantgardistischen Künstler 1863 auf die Bewertung ihrer Bilder bei der jährlichen offiziellen Ausstellung, dem Pariser Salon, mit der Gründung ihres eigenen Salons, dem Salon de Refuse, also der Zurückgewiesenen. Ist diese Ausstellung noch in Abhängigkeit zum Pariser Salon, weil in ihr ja diejenigen ausstellen, die von der Jury abgelehnt wurden, wird 1884 der erste Salon des Indépendants eröffnet, der sich durch die vollständige Unabhängigkeit gegenüber offiziellen Institutionen auszeichnet. Unabhängigkeit anzustreben ist in dieser Zeit schon recht ungeheuerlich, denn überall gibt es eine Art Kunstpapst. In München hat das Zepter der Künstler Franz von Lenbach in der Hand. In Berlin ist der mächtigste Mann in Fragen der Kunst der Historienmaler Anton von Werner. An beiden oder vielmehr an dem, was sie künstlerisch befürworten, kommt keiner vorbei. Tatsächlich wackelt deren Thron gewaltig, als auch hier junge Künstler gegen die Ausstellungspolitik der Konservativen, wir würden heute vielleicht salopp sagen der alten Hasen, aufbegehren. Sie, die Jungen, möchten offen und modern sein und wollen daher die neuesten Kunsttrends aus Paris, der Stadt der Künste schlechthin, in ihre Ausstellungen integrieren. Die anderen sehen ihre Interessen bedroht und verschließen sich den modernen Einflüssen. Sie wollen, dass ihre Werke zu sehen und vor allem zu kaufen sind. Der Streit darüber führt 1892 zur Gründung der Münchner Sezession und 6 Jahre später der Berliner Sezession. In beiden Fällen ist der Zankapfel im Übrigen die Malerei der französischen Impressionisten. Heute ist das unvorstellbar, ist impressionistische Kunst doch mittlerweile für Museen ein Garant für hohe Besucherzahlen. Wir haben die leichte und helle Darstellungsweise von Monet und Renoir zu schätzen gelernt, aber versetzt euch mal für einen Augenblick in die Lage damaliger Ausstellungsbesucher. Dann seid ihr nämlich dunkeltonige Bilder gewöhnt mit Ereignissen aus der Geschichte, der Antike oder dem christlichen Themenkreis. Stattdessen steht ihr plötzlich vor hellen, flirrenden Bildern. Die Konturen der Motive lösen sich auf. Der Farbauftrag zeigt, dass die Bilder à la prima, also in einem Durchgang gemalt worden sind. Immerhin sollen sie ja auch einen bestimmten Augenblick einfangen. Anstatt Galerieton, so nennt man das Nachahmen des Nachdunkelns von Farben bei Ölgemälden, boshaft auch als braune Soße bezeichnet,
entsteht hier die Farbe aus der Brechung des Lichts. Statt feiner Modellierung der Gegenstände ist der Malduktus sichtbar. Das heißt, man sieht Pinselstrich um Pinselstrich nebeneinander gesetzt. Und anstatt Europa auf dem Stier präsentieren Maler wie Korinth eine junge Frau in feinem Kleid und schicken Hut, die einen Stier am rosa Band auf die Weide führt. Statt einer liebreizend hingelagerten Venus stellen die Künstler und Künstlerinnen Frauen bei der morgendlichen Toilette im Bad dar, also nackt statt akt. Und das in einer Zeit, wo Frauen im täglichen Leben in Kleidern mit langen Ärmeln, hochgeschlossenen Kragen und einem Rock, der lang genug war, den Fuß zu bedecken, einhergehen. Aber auch wenn es um Darstellungen mythologischer Themen geht, brüskiert manch einer das Publikum. Einen handfesten Skandal führt beispielsweise die Danae von Max Slevogt herbei. Nicht nur wählt er für die Magd im Bildvordergrund ein hässliches Modell, sondern zeigt die liegende Danae unvorteilhaft in einer extremen perspektivischen Verkürzung. Und Max Liebermann malt gar Gänserupferin. Er fokussiert dabei auf Arbeitsabläufe und Milieu. Nichts an dem Bild ist erzählerisch oder sentimental. Nicht darstellungswürdig, lautet da das Urteil der Kunstkritiker und Ausstellungsbesucher. Sie wollen keine arme Leutemalerei sehen, sondern Erhebendes. Max Liebermann wird daher als Apostel der Hässlichkeit bezeichnet. Max Slevogt wird mit dem Schimpfnamen der Schreckliche bedacht und Lovis Korinth hat man den Beinamen der Berserker gegeben. Die drei werden, was den deutschen Impressionismus betrifft, meist in einem Atemzug genannt. Paul Kassierer, ihr Galerist, nennt sie das Dreigestirn des deutschen Impressionismus. Allerdings haben sie noch viel mehr gemein. Alle drei haben zum Beispiel eine Zeit lang in Paris gelebt. Liebermann von 1873 bis 1878, fast 10 Jahre später, schreibt sich Korinth an der Académie Julien ein. Und wiederum 5 Jahre danach, also 1889, studiert Slevogt ebenfalls an der renommierten Kunstschule. Liebermann geht von Paris direkt nach München und erst 1884 zurück in seine Heimatstadt Berlin. Obwohl nämlich Berlin 1871 Reichshauptstadt geworden ist und sich damit praktisch schlagartig von einer Provinzstadt mittlerer Größe zu einer politischen und wirtschaftlichen Metropole entwickelt hat, bleibt es als Kunststadt weit hinter München zurück. München hat einen exzellenten Ruf als Ausbildungs- und Ausstellungsstätte. Die jungen Künstler kommen zum Teil von weit her. Heinrich von Zügels Studenten zum Beispiel kamen aus Griechenland, Österreich, Schottland, Australien, Schweiz, Argentinien, Russland, Amerika, Rumänien und natürlich aus Deutschland. Darunter bekannte Namen wie Otto Dill, Rudolf Levi, Christian Schad und Paul Kleinschmidt. Und bei Franz von Stuck studierten zu verschiedenen Zeiten Superstars wie Giorgio De Chirico, Josef Albers, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Hans Purmann und Albert Weisgerber. Nicht verwunderlich also, wenn es auch Max Slevogt und Lovis Korinth an die Akademie in München zieht. Beide machen aber ähnlich schlechte Erfahrungen und werden unabhängig voneinander nach Berlin ziehen. Slevogt erhält eine Einladung der Sezession und einen Exklusivvertrag von Paul und Bruno Kassierer. Lovis Korinth wird eindringlich von Walter Leistikow, einem Befürworter avantgardistischer Kunst, nach Berlin gebeten. Dafür überlässt Leistikow Korinth sogar seine Atelierwohnung in der Klopstockstraße. Für beide wird es sich als die richtige Entscheidung erweisen. Sie finden sofort Anschluss an die Künstler, die sich der Moderne verpflichtet fühlen und werden in den folgenden Jahren Karriere machen. So ist das Dreigestirn komplett und alle drei werden sich zukünftig in der Sezession engagieren. Das Wort Sezession leitet sich im Übrigen von dem lateinischen Begriff Secessio ab, zu Deutsch Abspaltung, Absonderung. Laut Wörterbuch der Kunst ist es eine, Zitat, Bezeichnung für eine Künstlergruppe, die sich von einem bereits bestehenden Künstlerverband losgelöst hat, weil sie mit dessen Richtung nicht mehr einverstanden ist. Zitat Ende.
Tatsächlich hat es vor der Gründung der Berliner Sezession Vorläufer gegeben, die sich unabhängig vom führenden Berliner Kunstverein um Ausstellungsmöglichkeiten bemühten und somit deren Kunstdiktat unterliefen. Liebermann und Leistikow hatten die Gruppe der Elf 1892 ins Leben gerufen, die sich bereits zu Anton von Werner und der Kunstpolitik Kaiser Wilhelms II. In Opposition befand. Durch seine strikte Ablehnung moderner Kunst förderte dieser nämlich die Verschärfung des Konflikts zwischen konservativen und fortschrittlichen Kräften. Als schließlich Leistikows Gemälde Grunewald für die große Berliner Kunstausstellung abgelehnt wird, ist es für die fortschrittlichen Maler genug und sie rufen im Mai 1898 die Berliner Sezession ins Leben. Anders als der Verein Berliner Künstler nimmt die Sezession neben Männern auch Frauen als ordentliche Mitglieder auf. Auch Charlotte Behrendt-Corinth wird 1906 aufgenommen. Dass Künstlerinnen wie Käthe Kollwitz, Sabine Lepsius, Dora Hitz oder aber Marc Moll in der Sezession sind, ist Grund genug für uns genauer anzusehen, wie es den Malerinnen im besagten Zeitraum erging. An den Kunstakademien Deutschlands waren in der zweiten Hälfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ausschließlich männliche Studenten zugelassen. Und auch an den privaten Malschulen war es erstmal durchaus normal, dass Männer und Frauen in eigenen Klassen unterrichtet wurden. Zur Unterstützung der Künstlerinnen bildeten sich häufig Vereine, sozusagen von Frauen für Frauen, die sich auch um Ausstellungsmöglichkeiten, Stipendien und Ankäufe kümmerten. Aber erinnert ihr euch noch an die hochgeschlossenen Kleider, die ich vorhin erwähnt habe? In dieser Hinsicht passiert zwischen 1858 und 1925 so einiges. Zuerst erhält der weibliche Körper mit Mieder, Korsett und Tournüre die Gestalt, die er nach modischen und vermutlich gesellschaftlichen Gesichtspunkten haben sollte, beziehungsweise er gibt von der tatsächlichen Figur rein gar nichts preis. Dann kommen die Reformkleider auf, die aus gesundheitlichen, aber auch emanzipatorischen Gründen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts beworben wurden. Man kann sich ja denken, wie eingeschränkt Frauen in ihrer Bewegung waren, durch ein Korsett eingeschnürt, das Gesäß durch eine Tournüre verstärkt, Ärmel und Leibchen eng anliegend. Aber Reformkleider wurden als unmodisch angesehen und nur die fortschrittlichsten Frauen trauten sich ohne Korsett in die Öffentlichkeit. Es wird noch bis nach dem Ersten Weltkrieg dauern, bis sich in dieser Hinsicht etwas ändert. Missy Yazare, eine gute Freundin von Coco Chanel, fasst das in ihren Erinnerungen so zusammen, Zitat: Kurz nach dem Krieg verwandelte Mademoiselle Chanel die Frauen, indem sie ihnen ihre Korsette, ihre Fischbeinstäbe, ihre Hundehalsbänder und sogar ihre Haare nahm. Alles auf einmal. Fort waren Flitter und Rüschen, wie durch ein Wunder verschwunden, genau wie der Unterrockpanzer und die erstickend eng geschnürten Mieder. Die Körper bekamen eine neue Form, die Busen verflüchtigten sich, die Hintern suchten das Weite, während die Beine, von denen man früher nur einen keuschen Knöchel ahnen durfte, sichtbar wurden. Zitat Ende. Die Kleider von Coco Chanel schenkten den Frauen also Beweglichkeit. Solange sie als gründerzeitliche Dame Haus machten, war die Einschränkung der Bewegung hinnehmbar. Bewegten sie sich doch hauptsächlich in ihrem Salon und unterhielten die geladenen Gäste aus den illustren Kreisen des Adels und der Künstlerschaft. Eine Frau von Stand konnte sich nur der Wohltätigkeit widmen, sich beruflich zu engagieren war gesellschaftlich verpönt. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum man Künstlerinnen abwertend als Malweiber bezeichnete. So abschätzig der Begriff auch klingt, eine Tatsache ist, dass viele Künstlerinnen in dieser Zeit weniger akademisch als ihre männlichen Kollegen ausgebildet wurden, waren sie doch häufig Schülerinnen von Avantgardisten mit modernen Kunstauffassungen wie Liebermann, Corinth oder auch Kandinsky. Für Charlotte führte der Weg von Corinths privater Malschule schließlich als erfolgreiche Künstlerin nicht nur in die Ausstellungsräume, sondern auch in den Vorstand der Sezession. Bereits 1866 hatte Luise Otto mit ihrem Buch
das Recht der Frauen auf Erwerb, Frauen ermutigen wollen, einen Beruf zu erlernen, anstatt auf die Versorgung durch einen Mann zu bauen. Zahlreiche von Frauen und für Frauen gegründete Vereine bemühten sich um die Gleichberechtigung der Frau, um das Wahlrecht für Frauen und darum, dass sie studieren und Geld verdienen konnten. Aber vor der Jahrhundertwende blieben Frauen die universitären Pforten verschlossen. Ab 1867 konnten sie wenigstens jenseits der Grenze, etwa in Zürich, studieren. Zu denen, die diesen Weg wählten, gehören die Schriftstellerin Lou Andreas Salomé, die Historikerin Ricarda Hoch und die Rechtsanwältin Anita Augsburg, die mit ihrer Lebensgefährtin Lida Gustava Heimann in der Frauenbewegung aktiv war. Und wie passt das jetzt zu dem bevorzugten Frauenideal der Jahrhundertwende? Die Malerei strotzt zu dieser Zeit nur so von fatalen Frauen. Judith, Dalila, Circe, Medea, die Sphinx und immer wieder Salome haben Hochkonjunktur, und zwar nicht nur in der Malerei, sondern auch in der Dichtung und im Theater. Oscar Wildes Theaterstück Salome wird in Berlin 1902 und in München 1903 aufgeführt, also in beiden Städten erst nach Korinths Darstellung der Tochter von Herodias. Dennoch geht sein Gemälde auf Wildes Tragödie zurück, genau auf die letzte Szene, in der Salome mit dem Haupt des Johannes Folgendes spricht: »Aber warum siehst du mich nicht an, Jorana Hahn? Deine Augen, die so schrecklich waren, so voller Wut und Verachtung, sind jetzt geschlossen. Nun wohl, ich lebe noch, aber du bist tot, und dein Kopf gehört mir.« Zitat Ende. Und tatsächlich erkennen wir, wie die barbusige Tänzerin sich über die Schale mit dem Haupt beugt, nur um mit dem Zeigefinger das Augenlid hochzuschieben. Das ist ungeheuerlich. Will sie sich wirklich davon überzeugen, dass sein Blick nun nicht mehr voller Wut und Verachtung ist? Mit seiner Salome erringt Korinth seinen ersten großen Erfolg in Berlin. Er wird Mitglied der Berliner Sezession und damit Teil der Kunstszene, die sich in München wie Berlin aus Schriftstellern, Schauspielern und bildenden Künstlern und Künstlerinnen zusammensetzt. Hier wie dort werden rauschende Feste gefeiert und die Korinth sind immer mittendrin. Ein schön anschauliches Beispiel dieser Feierlust ist das Doppelbildnis Bacchantenpaar, das Korinth und seine Frau fröhlich lachend zeigt. Beide sind barbusig und mit Weinreben bekränzt und er hält außerdem einen mit Rotwein gefüllten Kelch in seiner Rechten. Nach diesem kurzen Einblick in den von Umbrüchen in allen Lebensbereichen geprägten Zeitgeist um die Jahrhundertwende und dem Blick auf einige Zeitgenossen der Korinths begeben wir uns in der nächsten Episode in Loves Welt. Wie wurde aus Franz Heinrich Louis Korinth der Jahrhundertkünstler Loves? Ich bin Dr. Claudia Groß und ihr hört Künstler/Paar, einen ausstellungsbegleitenden Podcast der Modernen Galerie des Saarlandmuseums über Loves Korinth und Charlotte Behrendt Korinth.